Ja. Mit den coolen Kaffeetassen. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Vielleicht sollte es ja mit dem Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Du. Nein, ja, ich war nicht runter. Ah, da. Jetzt müsste er ja zufrieden sein, jetzt bin ich vom Band rum. Ich hier mit denen. Vorne lebt noch einer. Auf zum lebenden Turm. Ich bin anders. Danke. Nur nichts nachtragen. Danke. Muss ich ihn runterwerfen? Jetzt habe ich ihn noch unten geworfen. Komm ich da drauf? Mir das was? Nein. Ah, da war der Turm. So, eigentlich wollte ich jetzt nur mal kurz nachgucken, was das für ein Erfolg war. Rette einen Turm aus seiner misslichen Lage. Okay, hab ich gemacht. Victory! Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Nein. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Nein, nein, ich will ja schon runter. Ich will ja nur hier durch. Nur auf der Durchreise. Aber den Turm muss ich wieder rein. Gucken, was da vorne gibt. Vielleicht geht's ja da weiter. Ich bin anders. Kein Problem. Jetzt bist du nämlich voll gerettet und so. Yay. Ich bin weiter. Yay. Geschafft. Okay, hier lang. Dann hier lang. Ziel anvisiert. Ziel anvisiert. Ah ja. Zieltest. Ziel anvisiert. Schon die Einschüsse wären wie immer. Die Tür hier auf. Ah. Wo ich jetzt nicht hin will, unbedingt. Okay, die schießen jetzt auch auf mich. Wenn das nicht passt. Tschüss. Man kann nicht alles haben. So. Identifiziere dich oder ich schieße. Yeah. Wo ist da dieser defekte Turm? Ziel anvisiert. Ja. Ach so, einer hier. Zusehen und lernen, alle zusammen. Seht zu und lernen. Ganz viele defekte Türme. Vorlage. Hallo? Antwort. Hallo? Vorlage. Hallo? Antwort. Okay. Vorlage. Oh, klasse, Antwort. Du hast es geschafft. Mir nach, das wird dir gefallen. Ja, bin ich auch dafür. Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir daran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Dreh dich um, dauert nicht lange. Bitte, bitte. Antwort. Okay, ich dreh mich um. Fertig, gehackt. Gut, schön. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Antwort. Hallo. Gehackt. Der holt einfach die Glasscheibe ein. Antwort. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen? Einfälle? Antwort. Nein? Na, ich auch nicht. Stuhl draufwerfen.
Vorlage. Ich drück mal Knopf. Denkst du noch nach oder was ist los? Antwort. Ich drück gerade auf Knopf. Vorlage. Was soll ich denn hier machen? Hallo. Vielleicht mich reinstellen. Vorlage. Antwort. Hallo. Einsam gescannt. Was ist das für ein Erfolg? Vorlage. Was ist das für ein Erfolg? Das stelle ich in den in einen Detektor defekter Türme. Antwort. Ja, was? Na, das ist ja ganz toll. Nee, nicht das Rest. Vorlage. Vielleicht einen Stuhl reinstellen. Na schön, folgender Plan. Wir beide werden weiter nachdenken. In aller Stille. Das ist irgendwie kein toller Plan. Ich leg mal eine Tasse rein. Antwort. Hallo. So, jetzt hab ich gewonnen. Antwort. Ich muss drücken. Vorlage. Antwort. Hallo. Vorlage. Antwort. Richtig, ja. Ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Vorlage. Antwort. Hallo. Hey, warte mal. Wo gehst du hin? Oh, hast du eine Vorlage. Idee? Nein. Antwort. Du wirst dort auf mich sein. Oh, mir fällt da was ein. Ich könnte so tun, als hätte ich dich gefangen. Ich liefere dich ihr aus und sie bringt dich um. Dann könnte zumindest ich weiterleben. Was hältst du von der Idee? Antwort. Hallo. Nee. Nee. Ich kann hier irgendwie nicht rausschießen. Antwort. Ja, okay. Aber der Turm ist doch weg. Ob das System eine Sicherungskopie speichert? Antwort. Antwort. Hallo. Moment. Wie wär's, wenn wir ihn etwas anderes scannen lassen? Vorlage. Antwort. Hallo. Ja, hab ich ja schon versucht. Kaffeetasse. Das anders kann ich hier nicht aufheben. Wir stellen einen dieser fehlerhaften Türme in den Scanner und sehen, was passiert. Okay, dann bringen wir mal einen. Vorlage. Antwort. Ja, Vorlage. Hol einen von den nutzlosen Antwort. Türmen und bring ihn her. Wie? Ah, ich weiß wie. Glaube ich. Antwort. Hallo. Mit gar keinen Grill oder wie das Viech heißt war. Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Antwort. Hier vorne war ja. Vorlage. Antwort. Ja, Könige. Vorlage. Antwort. Hallo. Vorlage. Ganz kurz gucken, wie ich hier an den Turm komme. Ah, hier. Vorlage. Okay, ich warte auf den Kaputten. Antwort. Den fang ich jetzt. Vorlage. Antwort. Was? Danke, du hast mir den Hintern gerettet. Was jetzt? Vorlage. Ich kann nicht sehen. Ich will auch mal. Okay, nehme ich den kaputten Turm wieder mit. Antwort. Du bist jetzt Vorlage. In der Scanner. Du bist nämlich jetzt Antwort. Hier unser Mustermodell, du. Hui. Vorlage. Antwort. Oh, klasse, du hast einen. Ja, stell ihn da rein. Mal sehen, was der Schrotthaufen anrichten kann. Antwort. Neue Vorlage akzeptiert. Es klappt! Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Okay, ich achte aufs Fließband. Vorlage. Antwort. Hallo. Okay, der Meister-Hacker fängt jetzt an. Von Weitem sieht Vorlage. Es ein bisschen leichter aus. Antwort. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Ja. 18 Minuten. Vorlage. Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Vorlage. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen, aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön, also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Ja, oder? Neurotoxin im Loyer Daycare Center. Okay, ich finde
Angestellten. Irgendwas Center. Was macht man hier? Ah, hier geht man hier weiter. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Kartoffelbatterien. Potato Power. Vegetable Power. Ist das? Ne, Veggie Power. Keine Ahnung. Und Kartoffel. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Aha. Portal oder wie? Mit Kartoffeln. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Das finde ich auch toll. Weil ich esse ja so viel. Ich will die wieder fort. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja, ich kann es natürlich professionell machen, mich auf offiziellen stellen, aber eigentlich stört es ja nicht, dass die da rumspielen oder was weiß ich was. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Okay, hier lang. Ja, okay, da läuft's. Ah, Ladescreen. Okay, weiter geht's hier. Nach dem Ladescreen. Ha, ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Okay. Machen wir. Karl-Heinz. Tür auf. Ich will rein. Bin dann schon wieder entlang. Okay. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Ach so, ja, das, mach's gut. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Händen komme ich hier auch nicht weiter. Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste... Oh, Tür ist auf. Gut gemacht. Ja. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Hol dich noch aus, während ich daran arbeite. Okay, legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Okay. Ist so ein komischer Kasten. Könnt ihr mit Untertitel nachlesen, was er sagt. Okay, da kann ich Portale drauf schießen. Passwort akzeptiert. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Gucken, hier habe ich einen Laser. Antwort, ja. Da dreht sich was. Ist das nur noch Laser? Riechst du Nerven? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was es auch ist, mach weiter damit. Yay, ach, Laser ist weg. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Ah, hiermit. Es wird immer weniger. Mach weiter. Kurz also, weil ich muss hier das... Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Yay. Ja. Warte. Gelasert. Warnung, der Nerv
Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlich. Oi.